Liebe MitbürgerInnen und Mitbürger, ich bin sehr froh und dankbar und glücklich, dass ich Ihnen heute die neuesten Erfolgsmeldungen aus dem grünen Wirtschaftswunderland Deutschland präsentieren kann. Hier sehen wir die beiden Genossen, die dafür zuständig sind, Genosse Scholz und der Robert Habeck, der sanfteste seit es Küchentische gibt. Also wir sehen, da ist wirklich das grüne Wirtschaftswunder jetzt vollbracht. Und wir wollen uns hier die neuesten Erfolgsbilanzen anschauen, die unleugbar sind, die auch böse Zungen, die gerade eben aus diesem anderen politischen Spektrum kommen, natürlich versuchen irgendwie anzuschießen, völlig ohne sachlichen Grund. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, warum das unberechtigt ist. So haben wir heute zum Beispiel gesehen, dass die Exporte Deutschlands, also aus dem grünen Wirtschaftswunderland Deutschland, nur so stark gefallen sind wie zuletzt Ende 2023, mit der Folge, dass wahrscheinlich im vierten Quartal das Wachstum in Deutschland nur leicht negativ sein wird, was wiederum positiv ist, wenn man es mal genau bedenkt. Und das zeigte, dass wir hier absolut auf dem richtigen Weg sind, dass die Weichen hier richtig gestellt wurden, gar keine Frage. Dazu jetzt auch noch Unterstützung durch Arbeitsminister Heil, der das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate verlängern will, damit Firmen, die nicht das Konzept des grünen Wirtschaftswunders verstehen und Leute, Menschen, Mitarbeiter entlassen wollen, nicht auf die Idee kommt, diese Mitarbeiter zu entlassen, sondern praktisch die direkt weiter über den Staat alimentieren zu können. Kanzler Scholz hat ja zu Recht gesagt, nur um Geld zu sparen, Mitarbeiter zu entlassen, das würde doch nicht gehen, weil wenn du vielleicht nur die Hälfte deiner Produkte verkaufst wie zuvor, dann kannst du ja auch mit der doppelten Belegschaft arbeiten. Darüber hat man seitens der Opposition scheinbar noch überhaupt nicht nachgedacht. Also wir sehen, hier werden richtige Maßnahmen getroffen, zumal es ja unschön wäre, wenn dann über 300.000 Kurzarbeiter, die es derzeit gibt, auch noch in die Arbeitslosenstatistik einfließen. Würde das Wirtschaftswunder mental beschädigen können. Das wollen wir alle nicht. Deswegen unterstützen wir die Maßnahmen natürlich von Arbeitsminister Heil und kritisieren natürlich, dass jetzt die deutschen Unternehmen ihre Investitionspläne wieder deutlich gekürzt haben. Offenkundig muss da noch ein bisschen Erziehung in den Betrieben passieren, damit man versteht, dass eben die Wirtschaftspolitik in Deutschland eine klare Vision hat und die Wirtschaft dem eben zu folgen hat. Da muss offenkundig noch ein bisschen nachgeholfen werden. Robert Habeck plant offenkundig jetzt Abgesandte in diese Firmen zu schicken, die eben hier noch Aufklärungsbedarf haben. Und dann sehen wir, wie erfolgreich wir hier sind, dass also alle, fast das gesamte Ausland, in Europa zumindest, unglaublich glücklich darüber war, uns Strom liefern zu dürfen. Hier sehen wir, bis auf Luxemburg konnten wir angesichts des massiven Sonnenscheins und des stürmischen Windes ja so viel Strom produzieren, dass wir dann auf Zulieferungen, wie soll man sagen, dankbar registriert haben. Aber insgesamt, so sagt Jan Schnellenbach zu Recht, wenn wir Strom importieren, exportieren wir ja gleichzeitig Energiewendebelehrungen, sodass die Bilanz dann in der Summe wieder ausgeglichen ist. Auch das wird natürlich medial viel zu wenig dargestellt, meine Damen und Herren. Also wir sehen, hier sind dann schlichtweg Falschmeldungen wie etwa Preisrekord. Strom ist plötzlich so teuer wie nie und schmutzig wie nie, nur weil wir ein paar Kohlekraftwerke rauffahren. Das ist doch wirklich eine Polemik hier. Einer der schlimmsten Polemiker, Daniel Stelter. Wenn man also Kohle und AKW abgeschaltet hat und von Speicher träumt, die es gar nicht gibt, und von Wasserstoff, der noch teurer ist. Was? Wasserstoff ist doch die grüner Wasserstoff, die Energie der Zukunft. Und mit dieser Speicherung von alternativen Energien, das wird schon. Also da, wir glauben dran, wir haben Hoffnung. Und genau das ist ja das, was sozusagen in Wundersituationen wie beim grünen Wirtschaftswunder ja so wichtig ist, dass man glaubt, dass man Hoffnung hat. Dass man also weiß, dass die Vorsehung das dann ermöglichen wird, und dementsprechend möchte ich Sie bitten, solche Polemiker wie Daniel Stelter auf gar keinen Fall ernst zu nehmen. Hier sehen wir mal,
Der Anteil der Atomkraft an der Stromerzeugung in Deutschland in den letzten Jahrzehnten ist Gott sei Dank immer weiter runtergegangen. Und wir sollten sehr scharf gegenüber Menschen wie Wolfgang Große-Entrup, dem Hauptgeschäftsführer des Verbands der chemischen Industrie, argumentieren, der hier sagt, es ist zum Verzweifeln, unsere Unternehmen und unser Land können sich keine Schönwetterproduktion leisten. Wir brauchen dringend Kraftwerke, die sicher einspringen können. Das ist natürlich wieder, wie soll ich sagen, also da ist jemand einfach nicht bereit zu erkennen, dass vielleicht dann Chemie in Deutschland keine Zukunft hat. So einfach ist das. Das muss eben dann woanders oder gar nicht passieren. Warum also hier rumgemeckert wird, das ist wirklich schwer zu verstehen. Immerhin, es gibt jetzt eine neue Allianz zwischen Braunkohle und Robert Habeck. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Da können sich sozusagen Dinge, die zusammenpassen, endlich zusammenfinden, meine Damen und Herren. Wir haben nur ein kleines Problem dabei. Diese Kohlekraftwerke, die ja bis 2030, glaube ich, abgeschaltet werden sollten, die sind schon ein bisschen alt, durchschnittlich 33 Jahre. Das heißt, wenn jetzt diese ganze Gaskraftgeschichten blockiert werden von der bösen Opposition, dann könnte es ein bisschen eng werden, aber da werden wir ein bisschen nachhelfen durch vielleicht die oder eine oder andere Zwangsmaßnahme. Die gibt es auch seitens der EU, meine Damen und Herren. Und hier Uschi von der Leyen mit neuer Erfolgsmeldung. Wir bereiten die europäische Zukunftsfähigkeit vor mit einer starken Industrie und Qualitätsjobs. Wir sehen hier, wie stark die Wirtschaft gewachsen ist, wie stark auch die Marktkapitalisierung europäischer Aktien gewachsen ist. Und das ist natürlich hervorragend, weswegen jetzt auch noch unterstützend hinzukommt, dass die EZB wahrscheinlich zwei Zinssenkungen bei den nächsten beiden Sitzungen machen wird, weil eben die Wirtschaft so großartig läuft. Nicht zuletzt durch die grüne Transformation, muss man sagen. Und hier sehen wir, dass der Euro nur leicht negativ darauf reagiert, jetzt unter der Marke von 1,05 der Dollar. Also die Währung des Feindes mit diesem völlig irren Präsidenten jetzt 5 Tage in Folge oder kommenden Präsidenten 5 Tage in Folge im Plus. Und hier werden jetzt politische Kämpfe ausgefochten. Trudeau, der Kanadier, der droht jetzt, also wenn die Zölle kommen von den Amerikanern, dann könnte man Uranium, Öl und so weiter auch bezollen oder eine Export-Tax, also dass praktisch das für die Amerikaner teurer wird. Wir sehen, also da wird mit fossilen und Atom, also Uran und fossile Energieträger, also die Welt von gestern, ja, da werden also Kämpfe um die Welt von gestern geführt. Das ist absolut unverständlich. Unverständlich auch, dass wir gestern ja sehr hohe Erzeugerpreise in den USA gesehen haben und die Renditen gestiegen sind, zumal gestern auch eine ziemlich miserable Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen der Fall war. Also wir sehen, die Renditen, die Kapitalmarktzinsen steigen jetzt jeden Tag in dieser Woche. Die Zinskurve versteilt sich. Die länger laufenden Anleiherenditen steigen deutlich stärker als die kürzer laufenden. Das heißt, die Zinskurve invertiert sich wieder. Normalerweise hat man dann einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und interessant auch, dass jetzt gestern den 9. Tag in Folge mehr Aktien gefallen als gestiegen sind. Nicht viel, wie wir hier unten in dieser Grafik sehen, aber das war das letzte Mal, dass das passiert ist, war September 2001. Und normalerweise ist man dann, wenn das passiert, sehr weit vom Allzeithoch entfernt, aber das ist diesmal nicht der Fall. Wir sind praktisch komplett in Sichtweite des Allzeithochs beim S&P 500, aber eben das passiert. Das haben wir nur zweimal gehabt, 1961 und 1966. Durchschnittlich ist man, das Ganze gab es 20 Mal jetzt in der langen Geschichte. Durchschnittlich ist man dann 12% vom Allzeithoch entfernt. Also wir sehen, interessant ist ebenso wie, dass der Dow Jones jetzt 6 Handelstage oder beziehungsweise ja, 6 Handelstage in Folge gefallen ist.
Wenn wir jetzt dem Muster aus dem Erfolgsjahr 1929 folgen, dann wäre nächste Woche eine Pause, würde also dann der Dow Jones nächste Woche steigen. Und warum der Dow fällt, hat auch zu tun mit einem Schwergewicht im Dow, nämlich United Health. Hier geht es massiv nach unten in letzter Zeit. In den USA hat sich da eine Sympathiebewegung für den Mord an dem United Health Chef gebildet. One Less CEO heißt es hier. So eine Art Occupy Wall Street 2.0, nur diesmal in Sachen Versicherung und Gesundheitssystem in den USA, das in der Tat ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Nicht aus dem Ruder laufen die Märkte. Jetzt beginnt am Montag eine positive Saisonalität, meine Damen und Herren. Und wahrscheinlich hat Broadcom wieder mal die KI-Euphorie gerettet. Trotzdem solche Werte wie AMD, ARM, Dell und so weiter, ASML, deutlich gefallen sind in den letzten 6 Monaten, konnte gestern Broadcom wieder neue Euphorie erzeugen in Sachen KI, Auftragswachstum und so weiter und so fort. Das ließ Broadcom steigen, dürfte heute den Nasdaq beflügeln, der gestern eine unschöne Kerze gemacht hat. Nach diesem versuchten Bruch des Trendkanals, mal sehen, wie es hier weitergeht. Hier sehen wir Nvidia, die gestern ja unter Druck war, Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Oder ein ähnliches Muster wie im Oktober 23, wo man dann doch nach oben geht. Das wird für den weiteren Verlauf der Märkte wichtig sein. Ebenso wie der Fakt, dass Consumer Staples, also defensive Sektoren, jetzt so schwach sind zum S&P 500, wie zuletzt bei einer wichtigen Unterstützung. Das heißt, kommen jetzt diese Consumer Staples, die als defensiv gelten, werden die jetzt wieder gesucht, weil die Märkte ein Problem bekommen? Ja oder nein, ein Problem haben die Chinesen, meine Damen und Herren. Wir sehen, dass die Anleiherenditen ins Bodenlose fallen. Jetzt bei 1,77%, das ist zuletzt so drastisch gewesen wie 2008. China hat Stimulusmaßnahmen angekündigt. Allerdings auch das wieder nicht so überzeugend offenkundig. Wir sehen den Hang Seng hier fast 2% im Minus heute. 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Rally mit Rissen. Mehrheit der Aktien steigen gar nicht. Ja, sowas. Ja, was ist da los? Und dann nochmal Einschätzungen zur großartigen Zinssenkung der EZB. Was sagen Experten dazu? Ich kann nur sagen, das grüne Wirtschaftswunder ist voll auf dem Gleis. Wer hier irgendwie auch nur Zweifel anmeldet, der handelt natürlich komplett gegen die Wissenschaft, meine Damen und Herren. Das brauche ich ja wohl nicht weiter zu begründen. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.